Willkommen zurück zu MCPE. Heute Weihnachtsspecial, Heiligabend. Ein Kamin und ein Weihnachtsbaum. Wie sie funktionieren, zeige ich euch nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Ihr seht hier einen Weihnachtsbaum. Man kann es ganz leicht sehen, da hinten ist eine Redstone-Fackel. Ja, das funktioniert mit einer Redstone-Fackel, mit einem, hier einem Taktgeber. Oder auch Clock genannt. Kann man aktivieren und deaktivieren. Ja. So, das nächste ist ein ganz gewöhnlicher Kamin mit zwei Kolben drin. Ist doch cool, oder? Ein Kamin, den man an- und ausmachen kann mit Knöpfen, die als Dekoration dienen. So, dann zeige ich euch mal den Kamin. Mist. Achso, ich habe das falsch rum gemacht. Egal. Also wir brauchen 3 Redstone. 2 Redstone-Blöcke. 4 Steinschalter oder auch Holz. Aber ich würde eher Stein nehmen. 2 haftende Kolben. 1 Redstone-Lampe. 1 Beobachter. 2 Spender. Ein Lagerfeuer, ein Wassereimer, ein Feuerzeug, 16 Ziegelblöcke, ob es Ziegel sind oder Steinziegel ist egal. Dann wieder Ziegeltreppen, noch ein extra Steinziegel, der halt hier unten ist, da. Und noch zuletzt 64 Quarzblöcke. Also wir fangen am besten mit so einer kleinen Tribüne an. Das muss nämlich 1 nach unten haben, also hier muss noch ein bisschen Platz sein für halt Redstone und einen Beobachterblock. Dann brauchen wir kurz den Steinziegel und tauschen das wieder aus. Brauchen hier eine kleine Plattform und hier kommt dann das Lagerfeuer drauf. Rechts und links ein Spender, die da drauf zeigen. In den rechten Spender kommt ein Wassereimer rein und in den linken ein Feuerzeug. So, jetzt kann man das eigentlich auch schon zubauen. Und ich habe ein Eisengitter vergessen. Braucht man eigentlich nicht. Aber ich mache es trotzdem. So. So und so und so, dann noch ein Block und noch eine Ziegeltreppe. Jetzt bauen wir noch hier dahinter ein und hier ein und generell hier bauen wir das zu. So, jetzt sieht das schon ziemlich aus wie so ein Kamin. Brauchen wir hier einen klebrigen Kolben, hier einen klebrigen Kolben, 2 Redstone-Blöcke. Dann brauchen wir einmal Quarzblöcke und die Redstone-Laterne. So, hier ein Redstone drauf, hier 2 Redstone, damit der Spender gepowert wird. Hier allerdings ist es so, das Wasser wird ausgegeben und wird wieder eingesammelt. Da brauchen wir einen Beobachter. Also wenn das hier aktiviert wird, wird die Lampe aktiviert und der Beobachter gibt einen Ausgang. Dann geht die Lampe wieder aus und der Beobachter gibt noch einen Ausgang. Und das wurde gerade dooferweise aktiviert. Ja. Deshalb würde ich empfehlen, den nochmal abzubauen und wieder hinzusetzen.
Dann könnt ihr da Knöpfe ranmachen. Und hier könnt ihr auch schon eure Wand ziehen. Und wenn man es dann richtig anstellt, ja, an, aus und wieder an. Ja, das war es schon mit dem Kamin. Ziemlich klein, ziemlich kompakt. Braucht nur zwei Blöcke hinter der Wand und einen Block in den Boden. So, als nächstes ein Weihnachtsbaum. Ich mache das erstmal kurz hier weg. So, also wir brauchen zwei Redstone, zwei Redstone-Verstärker, fünf Fackeln, ein Hebel, fünf Redstone-Lampen oder ihr könnt auch mehr nehmen oder auch weniger. Fichtennadeln, Blätter und halt Fichtenstamm. Dann dreimal gelbes Glas, achtmal gelbe Glasscheiben und 64 Quarzblöcke. Dann fangt ihr am besten erstmal mit dem Taktgeber an, mit einer Glock. So, die ist aber ein bisschen schnell für eine Weihnachtsbeleuchtung und deshalb machen wir das ein bisschen langsamer. Dann kommt hier eine Fackel hin, die sollte jetzt an- und ausgehen. Könnt ihr so eine kleine Plattform drüber bauen, das ist dann euer Boden. So, 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 so. Und ich sehe gerade, ich habe das ein bisschen zu schmal gebaut. Hier die Bauplattform, aber egal. So, dann kommt hier ein Fichtenblock hin, eine Fackel, ein Fichtenstamm, Fackel, ein Fichtenstamm. Und noch eine Fackel. Ich musste gerade niesen, deshalb einen kleinen Cut. Dann machen wir hier so ein paar Fackeln hin. Ist eigentlich egal wo. Hier noch eine. Hier und obendrauf, ganz wichtig, hier obendrauf eine. Das wird nämlich unser Stern. Dann machen wir hier zwei Blöcke Abstand, zwei Blöcke Abstand, zwei Blöcke Abstand, zwei Blöcke Abstand. So. So, so und so. Jetzt haben wir schon die erste Stufe, dann machen wir das einmal rum. Dann nochmal dasselbe. So und wieder dasselbe. Diesmal allerdings das 2 hochziehen. Braucht ihr das gelbe Glas, vier Blöcke da drum, dann die Glasscheiben nehmen, 1, 2, 3, 4 und ich sehe gerade, es sind 5 Glasblöcke, ja, hier so und so einen oben drauf, dann hat man einen Stern, man kann es auch ein bisschen anders machen. Ihr seht, ich habe das hier weggelassen. Dann kann man noch ein paar Monsterköpfe hinzufügen. Oder halt, was kann man noch machen? Man könnte auch Seelaternen nehmen, um es anders noch zu beleuchten. Äquisatoren kann man darauf machen. Und ja, das war es im Grunde eigentlich auch schon. Also man kann auch die Äquisitoren nehmen, sind natürlich recht teuer, aber es sind hässliche Weihnachtskugeln. Vielleicht für irgendwelche Zombies oder so.
Okay, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos wieder.